Oder sonst was, sondern Raum im Sinne von Platz. Was machst du da? Hallo, Karussellfahren ist nicht. Wir sind hier nicht in Köln. Mach dein Ödland los. Sehr schön. Ja, das müssten eigentlich alles Brutstätten sein hier. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber sonst würde das Zeug doch nicht hier rumstehen. So. Ich entscheide, dass wir jetzt genug Raum haben, um eine Stadt zu errichten. Dann machen wir das doch gleich mal. Wir werden sie verteidigen. Was ist unsere Mission? Errichten Sie eine Stadt und bauen Sie die Stadt zur vierten Stufe auf. Ja. Das sollte eigentlich in Ferra hier kein großes Problem sein. Denn wir haben hier so viele Monster, aus denen man ja Ressourcen ziehen kann. Hey, du Pimpf. Ach, das ist ein Zombie. Egal, Pimpf. Tot. Da drüben war noch ein Monster. Noch ein Zombie. Wird schon reichlich attackiert von unseren Bogenschützen, glaube ich. Ja, man hat später auch verschiedene Einheitentypen und sowas alles. Also das finde ich sehr schick gemacht. So ist unsere Stadt natürlich noch ein leichtes Fressen für die Monster. Aber wir sind ja äußerst bemüht, diesen Umstand zu ändern. Ey! Du Morgenstern schwingendes, keine Ahnung, Kebab-Monster, geh weg. Was ist das da? Noch so ein Zauberer. Wobei es eher so ein Zauberer für Arme ist, ich meine. Guckt ihn euch an. Oh, ich laufe mit einer Lunte herum. Ich habe einen Ma Abschluss in. Einen Magisterabschluss sogar in der Magischen Akademie erreicht. Seht mich an. So ein Schwachsinn. Du wirst gefressen. Du bist ganz unten in der Nahrungskette. So. Ja, ich bräuchte an sich sowas wie eine Verteidigungsbrigade. Das reicht ja hier alles nicht aus. Autsch. So, was sagt die Anzeige? Ausbaustufe Stadt 1. Kann ich sie ausbauen? Ja, ich kann sie schon ausbauen. So, das ist schon mal besser. Stufe 2, das gefällt mir doch. Da haben wir noch einen Gegner. Hier auch irgendwo? Wo denn? Da vorne. Da vorne. Nein! Ich, Horst! Ich habe es ja ganz vergessen. Also, dieses Gebiet da unten ist ein No-Go. Da wird niemand hingehen. Und ich find's geil, dass ich einfach immer wieder meine eigenen Vorschriften breche. Naja. Wenn ich hier nicht gerade meinen eigenen Turm kaputtballern würde, dann würde ich das häufiger tun, aber es funktioniert nicht. Tot. Komm hier, du Magister. Wieso fliege ich so langsam? Ich wollte gerade sagen, ich bin noch gar nicht gestunt. So. Ja, alle Alibabas der Welt, vereinigt euch. Vereinigt euch. Ich habe mich übrigens mal ein bisschen im Internet umgeschaut. Und ich bin wirklich erstaunt darüber, dass The Eye of the Dragon eine ziemlich große Fananhängerschaft hat.
Das hätte ich nicht erwartet, ganz ehrlich. Es gibt Foren. Gibt es einige sogar. Und sowas, Fansites, finde ich ganz gut. Das zeigt doch, dass auch in so einem... Ja, ich will jetzt nicht zweitklassigen Spiel sagen, aber... Es ist ja definitiv kein Mega-Hype-Titel, also... War es auch nie und es war auch im Grunde nie bekannt so wirklich. Und dann finde ich das erstaunlich, dass sich da so eine Anhängerschaft gebildet hat. Aber ich finde es gut. Das muss man sagen. So, jetzt haben wir die Stadt wieder auf Rang 2. Hier werden gleich erstmal ein paar Gebäude aus dem Boden gestampft. Unter anderem einen kleinen Verteidigungswall. Ich bin ja mal interessiert, wie viele Level es nachher gibt für die Städte. Stufe 4 war ja vorher nicht möglich, aber es wäre auch unsinnig, wenn man in den ersten Level schon ja, so eine große Stadt aufzieht. Ist auch, glaube ich, nicht möglich. So. Was machen wir als nächstes? Energie zum Ausbau. 584 von 1200. Da haben wir ja schon fast wieder die Hälfte. Was soll denn das? Wieso geht das so schnell? Ja, wie viele Gebiete haben wir dann noch? Gar nicht mehr so viele. Schon fast die Hälfte rum. Wobei, das ist wahrscheinlich schwer zu sagen, so wirklich. Weil es uns ja auch immer wieder noch in alte Gebiete verschlagen kann. Da! Du Mistvieh! Ha! Die Energie gehört der Stadt. Die Energie auch. Oh, da oben. Da unten ist ein größeres Gebiet noch. Ah, mit dem möchte ich mich noch nicht anlegen. Verdammt. Oh Gott. Komm. Heil dich. Oh Mann, heil dich doch schnell, du Idiot. Mann, ey. Das Balancing dieses Spiels, ey, das regt mich echt auf. Ich hau einfach mal so viel Schaden auf, dass du sofort instant tot gehst. Dieser dumme Brandzauber da, was soll das? Schon wieder der Scheißmagister hier, du freust dich doch. Du kannst jedes Mal wieder auftauchen und Scheiße labern. Dumm aussehen. Was mache ich denn da am besten? Ödland! Was sich nicht sonderlich zu beeindrucken scheint. Was soll's. Der Tod ist dir gewiss. Er ist dir sicher. Ach, ich drück R, ich will E drücken. Ich wundere mich die ganze Zeit, wieso ich diesen Idioten nicht... Hä? Was war denn das? Das war doch unnötig. Wen willst du hier beeindrucken? Das ist kein Kunstfliegen oder sowas. Scheinbar macht er aber ein Kunstfliegen daraus. Da ist noch eine Brutstätte. Die Stadt wird angegriffen von wem? Von dem da. Die Viecher sind auf jeden Fall schon mal größer als Standardmenschen. Wo werden wir denn noch angegriffen? Da. So geht es jetzt. Und jetzt werde ich gleich speichern. Zum dritten Mal mache ich den Fehler nicht. Ach, da ist auch noch ein Vieh. Du auch noch.
Wenn wir schon dabei sind. Wo wird denn die Stadt jetzt schon wieder angegriffen? Mann, ey. Ich frag mich, wie die Menschen in diesem Spiel weiter existieren konnten. Die sind doch kein bisschen eigenständig. Wir werden angegriffen. Hilfe! Oh, wir können nicht reparieren. Wir werden angegriffen. Oh, wir können keinen Krieg führen. Wir können gar nichts.